Sicko, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren oder zu einer Runde Minecraft Bed Wars heute mit dem mit der guten Steine in der alias Steini. Hallo, Hex. Was, Hex? Warum hackst du? Hackst du? Ja, ich hack Hex, immer. Leute, glaubt ihr einfach nicht. You can't take it back, no. I'm not so much fantasy, but take my words and walk. Ja, ich seh's schon. Ich kann einfach nicht mehr fast bridgen. Wer will, wer zu uns, komm mal zurück. Ja, ich seh's grad. Ich bin sowieso verreckt. Ach du Gommel. LOL! Hat er dich? Der hat Kill-Aura oder so, weil er ist warm runterfallen und zwei Sekunden später krieg ich noch einen Hit von ihm. Okay. Ja, wieso komme, der hat. Nein! Ah, nee. Oh mein Gott, war das schlecht. Alter, das war jetzt gerade mega laut. Ich muss den Game Sound hier eindeutig runterstellen. Jetzt hat man vermutlich alle Zuschauer Ohrenschaden gekriegt. Ich habe übrigens bei meinen Stats, also an die Zuschauer jetzt, bei meinen Stats im Ranking bin ich momentan irgendwie auf Platz 1,1 Millionen, weil ich seit Ewigkeit nicht mehr Bed Wars gespielt habe und seither wurden einmal die Stats resettet. Nice! Steine räumt hier auf. Also er klatscht hier gerade alles, ne? Guck mal! Wie Steine jetzt reißt, das ist doch abnormal. Purer Wahnsinn. Okay, ich gehe jetzt erstmal in die Mitte. Es ist noch niemand in der Mitte gewesen. Stell dir vor, wie viel Gold das jetzt gibt. Ich lass jetzt mal das Fast bridgen, weil wir kriegen jetzt erstmal viel, viel Gold. Sehr viel Gold. Jetzt können wir uns alles kaufen, was wir wollen. Am besten mach du mit Gold, ich mach ohne, ja. Okay. Magst du nicht mit Gold spielen? Ich weiß nicht, ich mag das Gold nicht. Warum? Ich mach mir auch nie einen Bogen. Ich finde, Bowspam ist lächerlich. Also wenn das TV ist, der die ganze Zeit nur mit Bow spammt, das ganze Spiel über, finde ich lächerlich. Also Bow Spam habe ich ja auch echt auch was gegen, aber wenn jetzt einfach so ab und an mit dem Bogen kämpfen, finde ich eigentlich noch in Ordnung. Oh mein Gott, da kam einer von hinten, den ich nicht gesehen habe. Lächerlich. Warum lächerlich? Weil ich bin zu Orange gegangen und da kam ein Türkiser von hinten und hat mich gekillt. Obwohl ich zu Türkis gehe. Naja, aber wo ist die Logik dabei, wenn ich zu einem Gegnerteam gehe, warum killt er mich? Weil er das Bett selber bauen will. Für die Stats, weißt du? Könnte ich einige, die das so machen. Man kriegt das nur, wenn das Bett erst weg ist, weißt du? Ja, ja, schon klar. Aber er will eben das Bett selber abbauen. Damit er es in die Stats reinkriegt. Das alles abgebautes Bett. Ah, Türkis hat schon sein Bett verloren. Okay. Ja, deswegen. Ach so, okay, das habe ich nicht gecheckt. Ich bin halt blöd. Boah, wir haben ultra viel Gold. Ich merk schon. Warum du auf Platz 306 bist im Ranking drin? Ich hab also zwei Full Equipped runtergeschlagen. Alles klar. Spiel verlassen? Ach, das war Proxy? Was? Ey, du weißt schon, dass Proxy ein sehr, sehr guter Bedwars-Spieler ist. Den hab ich gerade einfach East gedrackt, ohne zu wissen, was er es ist. What the heck? Alter. Bei dir läuft. LOL. Ich komme nicht drauf klar. Ich sehe nur so, Proxy hat das Spiel verlassen, nachdem ich ihn runtergeschlagen hab. Also Scheiße. Hat er keinen YouTube-Rang oder so? Weiß ich nicht. Proxy? Ich weiß gar nicht, dass er YouTube macht. Ich weiß nur, dass er gut ist. Ein guter Bett. Aber sicher, dass das der richtige ist? Heißt er wirklich Proxy.de? Weiß ich nicht. Er hat aber auch eine 6er KD, habe ich jetzt geguckt. Also ich weiß, dass Proxy ist der dieses komische altmodische P als Profilbild hat, ne? Also so ein Dings, wie sagt man? Ich weiß gar nicht. So Schönschrift.de halt. Also ich weiß schon, wer das ist. So im Ungefähren, aber ich weiß nicht, wer der Endgame heißt. Hab den Grünen runtergehauen. Oh mein Gott. Der Grüne hat mich abgefuckt. Ah, Team Grün ist jetzt dann bald weg. Das, was ich auf dieser Map... LOL! What the... Ah, das ist gar nicht das Dings Grün. Grüne Base. LOL. Was ich an dieser Map halt scheiße finde, dass die ganzen Leute full equipped in der Base drin hocken. Also da kann man nichts machen. Und ich gehe ja nur mit Knockback-Stick drauf und das ist das Lächerliche. Man muss sich voll equippen und die racken, damit man irgendwas reißt. Das finde ich halt schade. Dass die Leute wirklich nichts können, außer voll equippen in der Base hocken. Und warten, bis die anderen sich gegenseitig gerackt haben. Irgendwann in der Mitte kommen, Gold holen und dann Boss spammen. Das ist so typisch Gomme, Bed Wars. Keine Ahnung. Ist so. 1 zu 1. Nein! Mann, ich hasse das so richtig, wenn die einfach so kommen. Team
Schwarz. Könnte ich die wohl holen? Mit der Ender Pearl? Ach, der eine Steve steckt sich und fällt gerade runter. Idiot. Beim Stecken runtergefallen. Ach, ein Genius. Ich bin auf deren Base. GG. Oh, wir haben ein paar Leute zugeguckt. Nicole auch, Dumballe, alles aus meinem Clan. GG, Ente gut, alles gut. Alter, der Spruch ist sowas von geklaut. Hallo Nicole, was für geklaut? Den habe ich schon seit ich LOL! Da will Flash jemand screen. Flashboy, lol, kenn ich nicht. Ich auch nicht. Von Geil. Dumbledore? Ach, von dir, lol. Ja. Lol, da hat dich einer erkannt. Okay, nee, in letzter Zeit werde ich sowieso aufkommen, relativ häufig erkannt. Finde ich cool, danke Leute. Wie geil. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall bei dem guten Steini mal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Ist ein sehr, sehr korrekter Mensch. Und Alter, danke. Wenn das so weitergeht, dann hat er mich bis zum Datum, wo dieses Video online kommt, hat er mich weitaus überholt. Ich bin so enttäuscht. Also Leute, nein, ich botte nicht, aber im Moment ist es ein bisschen übertrieben. Okay, er macht die ganze Zeit schon Screen mit mir. Ja. Wie, jetzt hast du Freundschaftsanfragen von ihm angenommen? Ich habe keine gekriegt, glaube ich. Egal. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, okay, schaut bei ihm vorbei. Tschüss. Okay.